denke schon, dass wir am Anfang die Brisanz unterschätzt haben. Wir brauchen hier andere Denkansätze, wir brauchen andere Konzepte. Ich habe auch Verständnis für jeden, der von Krieg spricht. Das Abenteuer Afghanistan, das muss beendet werden. Risiko auf. Wir sehen nicht darüber hinweg. Die deutsche Presseagentur meldet am 18. März 2010, unter maßgeblicher Beteiligung der Bundeswehr will die internationale Schutztruppe ISAF die Taliban in den kommenden Monaten aus der nordafghanischen Unruheprovinz Kunduz verdrängen. Wir werden uns Kunduz in diesem Jahr widmen, so Bundeswehrgeneral Bruno Kastorf. Höhe 431. Militärisch nüchtern ist die Bezeichnung für den Hügel im Hinterland von Chardara. Beinahe idyllisch wirkt die Landschaft Nordafghanistans, nur eine halbe Stunde Fahrzeit vom deutschen Feldlager in Kunduz entfernt. Höhe 431 ist mehr als nur ein Hügel. Höhe 431 ist der deutsche Vorposten mitten im Feindesland. Es ist Taliban-Gebiet. Es kann hier wirklich vieles passieren. Also man sollte schon aufpassen. Was ist, was Sie besonders fürchten? Fürchten tun wir jetzt nicht direkt irgendwas, aber Hinterhälter sind schon halt, wie man sagt, hinterlistig. Man kann halt nichts dagegen tun. Schwer vorzusehen, dass da wirklich was passiert. Die vollen Namen der Soldaten sollen wir nicht nennen. Aus Sicherheitsgründen. Rund um die Uhr ist die Bundeswehr hier in Alarmbereitschaft. Tag für Tag, Woche für Woche. 6 Uhr morgens, minus 20 Grad waren es in der Nacht. Wer konnte, versuchte zu schlafen. Mehr schlecht als recht. Morgentoilette und Frühstück aufs Nötigste reduziert. Wen wundert's bei diesen Umständen? Aber doch gefangen. Irgendwann wird er einfach in der Nacht über deinen Schlafsack liegen. Höhe 431, das heißt, nachts die Kälte, tagsüber der Matsch und die Nässe. Soldaten leben in Schlamm und Dreck. Und die Taliban als permanente Bedrohung. Ein Feind, der nahezu unsichtbar bleibt. Haben Sie heute Morgen schon was gesehen? Nee, heute Morgen nicht. Wir sind knapp eine Stunde hier, also es ist ziemlich ruhig. Ich denke mal, für die auch ziemlich kalt. Die Unruheprovinz Chardara ist das gefährlichste Einsatzgebiet für die Bundeswehr. Vor allem auf die neue Polizeistation unterhalb der Höhe 431 haben es die Taliban abgesehen. Immer wieder mussten die Deutschen in der Vergangenheit Angriffe auf die Polizisten abwehren und wurden selbst zum Ziel von Raketen und Granaten. Doch von Krieg in Afghanistan traut sich die deutsche Politik bis heute nicht zu sprechen. Intensität der mit Waffengewalt ausgetragenen Auseinandersetzungen führen uns zu der Bewertung, Einsatzsituation von ISAF als bewaffneten Konflikt im Sinne des humanitären Völkerrechts zu qualifizieren. Bewaffneter Konflikt. Worte, die verharmlosen, was die Soldaten seit 8 Jahren im Einsatz am Hindukusch erleben müssen. Sven! Das liegt daran, dass wir am Anfang den Eindruck erweckt haben, als wir begonnen haben, nach 2001 uns in Afghanistan zu engagieren, den Einsatz eher als einen Einsatz von THW oder Rotkreuz in Bundeswehruniform dargestellt haben. Dass es ein wirklich militärischer Kampfeinsatz ist, haben wir am Anfang nicht gesagt. Es wurde teilweise ein Zerrbild dargestellt. Das ist aber nicht etwas, was allein an früheren Bundesregierungen festzumachen ist, sondern
da sind auch Parlamentarier, haben sich da mitbeteiligt. Da hat sich auch eine Medienlandschaft mit daran beteiligt. Das darf man auch nicht ganz vergessen, dass man das Bild des Soldaten, der im Wesentlichen winkt und Brunnen buddelt, gezeichnet hat. Aber der damals schon auch natürlich auch in einem Kampfeinsatz war. Wie sehr sich die Politik etwas vorgemacht hat, wird hier am Kundusfluss sichtbar. Ausgebrannte Tanklaster als stumme Zeugen. Durch einen Bombenabwurf auf Befehl des deutschen Oberst Klein sterben hier am 4. September 2009 bis zu 142 Menschen, darunter viele Zivilisten. Spätestens seit diesem Tag steht fest, Deutschland befindet sich in Afghanistan mitten in einem blutigen Krieg. So grauenvoll die Wirkungen des 4. September auch waren, so wichtig ist dieser 4. September mit Blick darauf, welche Defizite wir in dem Afghanistan-Einsatz zu erkennen haben und welche möglicherweise lange auch unter Verschluss gehalten wurden oder gewiss gedeckt worden, zwar über alle Parteigrenzen hinweg teilweise, über alle Parteigrenzen. Ich hoffe auch, dass diese Diskussion um die Vorgänge dazu führt, dass sich die bundesrepublikanische Öffentlichkeit besser im Klaren ist über das, was in Afghanistan tatsächlich los ist. Patrouille am Fuße der Höhe 431. Statt dem Panzer geht's zu Fuß in die umliegenden Dörfer. Es ist das neue Konzept der internationalen Truppen und damit auch der Bundeswehr. Nicht mehr verstecken in den gesicherten Lagern oder den geschützten Fahrzeugen. Vorwärtsmarsch. Im Sicherheitsabstand, 5 bis 6 Meter, gehen sie los. Das kann bei einem Granatenangriff Leben retten, kein großes Angriffsziel bieten. Zweck Patrouille ist, dass die Bevölkerung einfach sieht, dass wir nicht nur die Höhe 431 halten und von dort aus beobachten, sondern dass wir auch einfach Präsenz im Raum zeigen. Wir haben zwar jetzt keinen Sprachmittler dabei, aber mit Händen und Füßen kann man sich doch verstehen. Und es ist einfach nur, dass sie sehen, dass wir da sind. Doch zuerst steht die Sicherheit der eigenen Truppe im Vordergrund. Die Angst vor Hinterhalten und Selbstmordattentätern, sogenannten Suicidern, begleitet die Soldaten auf Schritt und Tritt. Warum muss der jetzt außen rumfahren? Es ist einfach nur Eigenschutz wegen Suicidergefahr. Es gibt verschiedene Meldungen. Und von daher, um einfach nur die Truppe zu schützen, wir unseren eigenen Bereich haben, unseren eigenen Sicherungsbereich, haben wir den jetzt außen rum geschickt. Die Afghanen können damit umgehen, die wissen, was wir meinen. Und wenn sie uns nichts Böses wollen, verstehen sie das auch. Oft haben die Soldaten die Erfahrung gemacht, dass ihnen aus Angst vor dem Terror der Taliban nicht die Wahrheit erzählt wird. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch in diesem Dorf keiner was von den Taliban zu wissen scheint. Taliban? No Taliban. No Taliban. No Al-Qaida. Heavy-Metal-Sound als Aufputschmittel und als Ventil. Truppenübungsplatz Letzlinger Heide bei Magdeburg, Ende Februar. Es ist die letzte Übung für die Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall. 14 Tage lang, rund um die Uhr. Die Generalprobe vor ihrem echten Einsatz. In Afghanistan werden sie die Kameraden auf der Höhe 431 ablösen. Das ist ein Teil der Aufgabe für die schnelle Eingreiftruppe der Kompanie aus 124 Männern und einer Frau. Mit gut 50 Stundenkilometern jagt der Transportpanzer über die Schlammstraße.